Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns hier gerade nach der Sequenz und ich habe festgestellt, wir achten mal auf die Belohnung, da ist dieses Assassinenzeichen, womit ich tatsächlich die ganzen Fähigkeiten kaufen kann. Was bedeutet, dass ich die alten wahrscheinlich wiederholen muss, um die Herausforderung zu schaffen, damit ich mehr von diesen Punkten bekomme. Ich habe es halt gerade so bemerkt und wir jetzt mal Charakteranpassung gehen und Fähigkeiten. Wir können jetzt wieder 3 Stück ausgeben. Wir brauchen aber für das, was ich gerne möchte, wahrscheinlich 4. Ach, Luftdoppelattentat muss man auch noch kaufen. Naja, Umgebungsuntertauchen, abrollen. Schlossknacken Meister. Ich wollte aber verkleiden. Verkleiden ist. Oh, ich will das unbedingt haben. Aber es kostet mich 6. Das heißt, wir müssen uns bei der nächsten Mission ordentlich bemühen, um 3 Punkte zu bekommen. Was zum Teufel ist das? Ich bin hier, Bishop. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize. Wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's, los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Okay, hinter uns ist anscheinend so eine Art Virenscanner her. Eine Firewall. Firewall ist, glaube ich, eher der bessere Ausdruck. Und wir fliehen tatsächlich gerade vor der Firewall. Das ist richtig cool gemacht. Ist auch ziemlich nah dran. Wenn die mich erwischt, dann werde ich gescannt und dann ist vorbei. Ich muss in das Portal. Was machst du denn? Oh Gott, nein. Spring doch! Tu irgendwas! Ach, von da aus kannst du darüber springen, oder was? Oh. Manchmal, ne? Könnte ich dieses Spiel einfach nur verfluchen. Aber wir haben es gleich geschafft. Das ist echt cool gemacht, muss ich schon sagen. Ist cool gemacht. Das gefällt mir wiederum. Aber es ist halt alles nur so halbherzig vollbracht. Gute Ideen, halbherzig gemacht. Weil sie keine Zeit mehr haben. Da ist es. Los! Ja, dann. Tu es doch! Ich dachte, ich soll ins Portal springen. Ich glaube, wir haben es. Gut. Ich hasse Ladescreens, habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe erst sehr spät gemerkt, dass ich nicht geredet habe. Das liegt daran, dass ich so lange schon nicht mehr aufgenommen habe, dass Ladescreens für mich einfach nur ein Teil von Chillmal ist. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Wie cool. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Das ist echt cool gemacht, dass man die ganzen Kutschen auch fahren sieht und so. Wie eine belebte Stadt damals halt. Das Paris während der Revolution, findest du nicht? Und weniger Enthauptung gibt es auch. Ich wette, das Portal ist. Das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt! Tempo! Okay. Ich wollte gerade sagen, am Eiffelturm, aber anscheinend nicht. Hier gibt es eine Metro? Krass ist denn das, dass es hier schon eine Metro gibt. Das sieht aus, als würde er ein Handy in der Hand haben, ein Tablet. Und dran rumtippen. Auch wenn es eigentlich nicht sein kann.
Wie cool das ist. Oh, wie cool. Es ist so cool gemacht hier. Oh, nice. Das gefällt mir. Jetzt muss ich leider gehen. Das sieht alles so modern aus. Das kennt man gar nicht aus Assassin's Creed. So was Modernes. Was ist das? Die Tür, die nicht aufgeht. Mit Rohren, mit Maschinen. Das ist alles so seltsam. So hochmodern. Ich meine, es irgendwie einem so vorkam, als wäre es nicht gerade so modern in der Zeit, in der wir jetzt momentan spielen. Okay, kann ich hier irgendwo lang? Ich denke mal, wir folgen einfach bei dem Licht und dann da, wo es anscheinend zum Hochklettern gedacht ist. Das ist auch cool! Alter, das gefällt mir! Oh, wenn sie sich nur ein bisschen mehr Zeit mit diesem Spiel gegeben hätten. Das wäre so richtig cool gewesen. Aber nein, das muss ja alles schnell gehen. Schade eigentlich. Schade, also eins der besten Assassin's Creed wäre das gewesen. Vom Spielstil her, die Story ist wahrscheinlich immer noch Assassin's Creed 2, aber vom Stil her ist das eins der besten. Muss ich schon sagen. Ist mal neu durchdacht und alles. Nur halt zu schnell. Ducken. Springen. Okay, Überraschung. Ah. Was ist das so? Ist klar. Ich renn vom Zug weg. Ich meine, wieso sollte der Zug da überhaupt langfahren? Ganz ehrlich. Das sind über Barrikaden. Und dann bremst er, ist klar. Muss man nicht verstehen, ne? Na gut. Ab mit dem Lift nach oben. Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Oh, da wird gerade die Freiheitsstatue gebaut. Instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Ich find's immer noch krass, dass sie hier in Paris gebaut wurde. Und dann nach Amerika geschafft worden ist. Ich meine, wer kommt denn auf so eine Idee? Au, 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 au. Ich meine, rein theoretisch ist das eigentlich schon ganz nah an Assassin's Creed 3 dran, oder die Zeit? Ich glaube schon. Auf jeden Fall nicht allzu weit entfernt. Und wir müssen die Freiheitsstatue auf jeden Fall raufklettern. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Ach übrigens, nochmal zum Anfang. Mir wurde ja in den Kommentaren mal geschrieben, Zero, denk an das Ende von Assassin's Creed, hast du nicht gesehen, wo wir Shay gespielt haben? Da war er ja tatsächlich in dieser, in diesem noblen Etablissement, wo wir angefangen haben in diesem Spiel. Und er war ja Templer. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat Shay irgendwas damit zu tun, dass mein Vater hier gestorben ist. Nehme ich jetzt mal stark an. Sonst hättet ihr mir das ja nicht gesagt. Wieso ist das überhaupt so windig? Egal. Zum Glück ist Klettern hier ziemlich einfach. Ich bin total. Ich tu, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, es will mich töten! Alles will mich töten! Wie wurde das rüber geschafft? Erinnerung abgeschlossen. Okay, das war schon echt krass. Muss ich schon sagen, nicht schlecht gemacht.
Also ich muss schon sagen, die hatten das ja dem Assassin's Creed Teil mit Shay, hatten die das ja schon so angefangen mit dem ganzen, wie die Stadt halt zusammengebrochen ist und alles. Und hier haben sie es halt doch nochmal um einiges gesteigert. Das war tatsächlich so einwandfrei, wäre das Spiel in diesem Stile weiter einwandfrei gewesen. Das wäre so awesome gewesen. Aber nein, es gibt natürlich hier und da Probleme, Kinderkrankheiten. Ich meine, es ist eine neue Ära angebrochen in Assassin's Creed, wo wir jetzt gerade anfangen. Das wird sich bestimmt den nächsten Assassin's Creed auch noch ändern. Vor allem, ich bin auf Origins gespannt, was da so passieren wird. Ja, ich bin zurück. Ist Tutorial freigeschaltet. Wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Okay. Geld verdienen. Erkunden Sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstungsstücke kosten mehr Geld. Ja, cool. Drücken Sie Select, um die Karte zu öffnen. Drücken Sie dann LB oder RB, um einen Filter auszuwählen und die Anzahl der angezeigten Symbole zu verringern. Ja! Oh! Sehenswürdigkeiten. Schwierigkeiten. Kisten. Cool. Ja, lassen wir es erstmal auf Missionen. Das klingt ganz gut. Oh, schön übersichtlich geworden. Wer sah ja so schnell reisen? Ja, cool. Was ist das hier? Brückenräuber. Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt noch eine Mission machen oder gehen wir weiter Richtung Main Quest? Wieso sind hier am Arsch der Welt Schnellreisepunkte? Und Quests? Ich meine, hier sind überall so blaue Quests, weißt du? Und dann sind sie so vereinzelt am Rande. Schlagzeilen für die Guillotine. Okay. Also, ich habe hier noch etwas Aufregendes. Mars, die Rätsel lösen um die Fragmente. Wir machen mal so ein Rätsellös-Ding. Einfach nur um zu gucken, was es genau bringt. Aus dem Weg, Mädels! Ihr habt doch keine Ahnung, was hier abgeht. Ihr seid nur die Vergangenheit. Macht Platz für die Zukunft! So. Das war so eine Kritzelei, die ich an der Wand gesehen habe. Ich habe diese Quest schon einmal gesehen. Ich hab dann natürlich noch nichts gemacht. Ich dachte, das wäre was Einsammelbares, war es aber nicht. So. Oh, akzeptieren. Ihre Truhe ist voll. Sie werden kein Einkommen mehr im Café erhalten, solange sie die Truhe nicht geleert ist. Okay. Das heißt, ich kann die Quest nicht machen oder was? Erstes Rätsel. Okay. In einem friedlichen Garten voller Steine warten eine geflügelte Wächterin. Ihr sanfter Blick ehrt alle Seelen und führt sie zur Ruhestätte. In einem friedlichen Garten voller Steine wartet eine geflügelte Wächterin. Ihr sanfter Blick ehrt alle Seelen und führt sie zur Ruhestätte. Das ist ganz einfach ein Friedhof. Wir wissen noch, wo der Friedhof ist, ne? Ein Friedhof auf der Karte ansehen. Das war hier irgendwo, ne? Naja, der Friedhof war hier irgendwo. Und dafür müssen wir da hinten hin. Ich hoffe, dass es der Friedhof ist, weil ich meine, im Endeffekt muss es ja irgendwo in der Nähe sein. Und zufälligerweise wissen wir halt, wo der Friedhof ist. Und ich muss sagen, ich hätte ehrlich gesagt gerne lieber in Paris gespielt.
Weil das ist natürlich schön und gut, dass wir hier so eine schöne Stadt haben, aber irgendwo so mit dem Eiffelturm und so, den erklimmen, das wäre schon voll cool gewesen. Wäre. So, wir haben Dietriche gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oder ich habe Dietriche gekauft. Das heißt, wir können mal wieder ein bisschen knacken. Und je nach Schwierigkeitsgrad würde es anscheinend entweder schneller gehen oder langsamer. Also dieser komische Strich, der auch drunter wandert. Was war das? War hier irgendwo Graffiti? Nö, okay. Sah nur aus, als wäre hier irgendwo Graffiti gewesen. So. Dann brennen die Puppen und da ist der Friedhof. Eine geflügelte Wächterin, das heißt höchstwahrscheinlich eine Statue. Da haben wir eine, das ist aber glaube ich ein Kerl. Und hat auch keine Flügel, ne? Nein. Da haben wir auch einen Kerl. Geflügelte Wächterin. Hätte ja sein können. Du bist auch ein Kerl, oder? Du bist auch ein Kerl, ja. Die pyrgische Mütze. Die pyrgische Mütze war ursprünglich ein Symbol, das von Paris, dem Sohn von Prima aus Pyrgien, getragen wurde. Es wurde von der spätrömischen Ikonographie aufgegriffen. Lange bevor es zum Kennzeichen der Pariser Sans-Silhouette werden sollte. Die Ästhetik der Revolution zog sehr viel Inspiration aus der klassischen Antike und damit auch aus der griechischen römischen Welt. Der Pilois war eine weiche, kegelförmige Kappe, die römische Herren ihren Sklaven gaben, sobald sie ihnen die Freiheit geschenkt hatten. Die Kappe wurde 1792 von denen, hast du nicht gesehen, übernommen. Zwei Jahre lang habe ich jemanden in der Schule weiß gemacht, die pyrgische Mütze wäre eine Form von Verhütungsmittel. Das ist hier nicht weiter relevant, aber ich bin einfach stolz drauf. Kann ich die mitnehmen? Das hat aber jetzt nichts mit dem Rätsel zu tun, oder? Flügel. Flügel. Und weiter? Okay, jetzt haben wir zwar die Flügel gefunden, das bringt uns aber nichts. Das hat irgendwas mit dieser pyrgischen Mütze zu tun. Ne, hier gehen wir schon raus, ne? Wir haben jetzt die Flügel gesehen. Aber es muss anscheinend eine sie sein. Oder? Das erste Rätsel lösen. Hat das was mit dir zu tun? Stehlen? Okay, wir stehlen wie ihn. Vielleicht hilft das ja. Erstes Rätsel geschafft. Schade. Die Frage ist nur, wo gibt es noch andere Friedhöfe? Ich meine, die einzigen Flügel, die es gibt, sind am Anfang. Moment. Das ist eine Frau. Er ist auch ein Kerl. Mit Flügeln. Moment, der Blick. Der Blick. Er führt ins Wasser. Datenbank, Wallfakten, Mars. In einem friedlichen Garten voller Steine wartet eine geflügelte Wächterin. Ihr sanfter Blick ehrt alle Seelen und führt sie zur Ruhestätte. Ja, das ist natürlich schön und gut. Aber wenn wir hier keine Frau haben, dann ist das blöd. Nein. Wächterin. Es wird explizit auf eine Wächterin hingewiesen. Das heißt, es muss etwas mit einer Frau zu tun haben. Aber hier ist nicht eine einzige Frau.
meine, wir haben hier ein paar Flügel und so ein Kram, ne? Also wir haben jetzt drei geflügelte Viecher. Da ist eins, das ist aber ein Kerl. Das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich hier irgendwie hochklettern. Gucken, dass ich irgendwo noch was sehe, was ich übersehen habe vielleicht. So wirklich mehr sehen tun wir auch nicht. Moment! Ist auch keine Frau. Das Ding ist, hier gibt es keine Frauen. Da muss es höchstwahrscheinlich irgendwo einen anderen Friedhof geben, den wir dann finden müssen, wo es eine Frau gibt mit Flügeln. Ich meine, wir haben hier viele Flügel. Aber das Einzige, was wirklich auffällig ist, ist das, dass der hier der Einzige ist, der im Friedhof mit den Flügeln ist. Das interessiert mich nicht. Und der Blick führt halt in diese Richtung. Wo stecken immer die Wachen, wenn man sie braucht? Und ansonsten hat der eine Mütze aufgehabt. Das ist schön. Ja gut, so viel dazu, Freunde. Wenn wir das nächste Mal einen Friedhof sehen, werden wir da nach Spuren suchen. Ansonsten, ja, mal gucken, was passiert. Das wird hier wahrscheinlich mehr als ein Friedhof geben. Kann man auf der Karte irgendwie herausfinden, wie so ein Friedhof aussieht? Ja, das ist einleuchtend, wie so ein Friedhof aussieht. Der wird dann wahrscheinlich aber nicht hier sein. Und das ist meine Quest, die ich gerade mache, oder was? Ansonsten könnte das hier noch ein Friedhof sein. Na komm. Laufen wir da nochmal hin und wenn wir da nichts finden, dann lassen wir es wirklich für heute sein. Dann werden wir das Rätsel irgendwann zufällig höchstwahrscheinlich lösen, indem wir einfach, wenn wir einen Friedhof sehen, das Rätsel einfach angehen. Ich werde jetzt kein neues Rätsel anfangen, bis wir die Seine gelöst haben. Ich denke mal, das klingt ganz gut. Ah, da hat er auch eine Mütze auf. Hallo. Aber das hier ist auch kein Friedhof. Na gut, explizit wird ja nur von Steinen geredet. Also es muss ja gar nicht mal im Friedhof sein. Es kann ja sein, dass da irgendwie ein Meteor runtergefallen ist. Aber tatsächlich ist dieser Punkt ziemlich nah dran. Gut, aber auch du bist keine Frau. Gut, muss auch gar nicht sein. Die Kathedrale Notre Dame blickt über ihre Töchter. Eine schmiegt sich zwischen Dame und Saint-Kapelle, da das Gesicht des Sohnes, der über seine Herde wacht. Ach du heilige Scheiße. Freunde, wir sehen uns morgen wieder, wenn ich diesen Satz überhaupt kapiert habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.